Okay, wir haben alles verkauft halt, ne? Ich habe KK getestet, weg. Ne? Son, kennt ihr ja schon noch, habe ich noch überhalten, weg. Messi ist weggegangen, aber guck mal, der ist auch runtergegangen, ne? Ruderschen verkauft, der ist auch runtergegangen. Ja. Robertson weg. Benjeda weg. Ich will, glaube ich, auch so Spieler wie Robertson, Benjeda, Cassie weghauen. Und Maximilian. Ich glaube, dieses Wochenende werden die alle sterben, Digga. Durch ein neues Event. Je nachdem, wie krass das Event wird, können das solche Spieler sein, die sterben werden. Denn Belé könnte sich noch am Leben erhalten, aber ich glaube, so Spieler wie Robertson, Benjeda, die könnten dieses Wochenende sterben. Vom Preis her. Option 3, komm. Scheiß drauf. Klingt okay, Mann. Ein 50er und ein 45er. Das 50er ist dafür untauschbar. 5k. Wir haben 45er, 50er, 35er und das 3er-Set habe ich noch halt, ne? Das mache ich aber heute auf dann. Dann fangen wir wieder so mit Billo-Ding an. Alright, gehen wir rein. Und Chat, schreibt mal rein, wie findet ihr den neuen Patch? Ja, dann machst du irgendwas falsch, Lau-Out. Dann, musst du eine andere Methode finden. Boah, ich hab gesagt, das lohnt sich! Goretzka! Oh, fuck you, man. Alter, aber die haben das geändert, ne, mit dem Walkout. Die haben das geändert, das kommt viel später jetzt alles. Habt ihr es gesehen? Man hat viel mehr Spannung jetzt. Kommt, normalerweise war in einer Sekunde alles da. Jetzt dauert es nur 5 Sekunden. Okay, wir haben noch 50er untauschbar, 35 tauschbar und ein 45er tauschbar. Machen wir erstmal das 35er tauschbar. Walker, aber kann noch. Walker! Ah, fuck you, man. Alter, Walker wäre so big gewesen. 80k hätte ich genommen. Ja. Ist er bei Gefängnis-Chat? Wie sieht's denn aus bei dem? Ist er im Gefängnis, habe ich irgendwas gehört? Okay, jetzt, aber wir haben noch zwei. Vielleicht untauschbar. Vielleicht könnt ihr untauschbar. 50er. 50er ist immer was gut. 83 Rating sogar. Digga, das wusste ich gar nicht, Chat. Das 50er-Pack von Division Rivals hat 83 Rating at least. Okay. Komm mal, ey. Mal einen Knopf zu, Alter, ey. Komm. Gönn jetzt. Komm, gönn. Och, Mann, Alter. 83 Rating, was geben sie mir? Okay, 84, aber... Ich mach jetzt hier irgendwas Mondi dahinter, komm. Oh, Vinicius. Oh, immerhin, Vinicius. 8k, ja, okay. Okay, 3er Set jetzt. Oh, bitte, Junge. Ich bin echt mit, ich wäre schon zufrieden, wenn ein 30k Spieler drin wäre. So, dieser Innenverteidiger Romero, der heißt, oder die alle heißen. 30k und 2 Abschluss, ich wäre zufrieden. Wenn ich über 50k mache, anders zufrieden, ey. Keine Erwartung. Ja? Keine Erwartung, komm. Na, kein Walkout, oder? Ne. Oh! Ne. Hä? Oh mein Gott, get me. Ich wollte nur mal. Ich hab sogar gesagt, nur 30k, ey. What is this? What are those? Was ist das denn? Ja, wir machen Dings, Quali, Digga. Wenn ich die Quali nicht schaffen sollte, dann bin ich am Arsch, Digga. Bin ich ehrlich mit euch. Das ist das Team. Wir haben aber dafür heute ein bisschen nachgelegt. Wir haben uns Mbappé geholt. Ich hab's gesagt letzte Woche. Wir werden ihn diese Woche holen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die beste Goldkarte im Game. Messi war okay, war stark, aber ist nicht so krass rübergekommen. Wir haben Solskjaer geholt, wir testen heute mal und wir haben Rafinha im vom. Der ist im aktuellen Team of the Week, gucken wir auch, wie der so drauf ist. Der Rest ist geblieben wie letzte Woche. Let's go, Mann. Gucken wir mal sein Team an. Oh, nicht mal schlecht. I Lose FC heißt der, ist nicht mal schlecht das Team. Elfmeter? Junge, warum treffe ich nie Time Finish mehr beim 11-Meter-Punkt? Digga, ist das sein Ernst, dieser Solskjaer? Was macht der da? Elfmeter. Okay, komm, jetzt machen wir den. Ist Mbappé dran, ey. Ja, Mbappé. Zweimal schieße ich nicht dahin, du Cracky, Alter. Sehe ich so aus. Komm, Phone holen. Mbappé, geh mal ab, Junge. Geh mal ab, Mbappé, mit deinem 97 Pace. Njung, njung. Njung. Alter, dieser Solskjaer ist anders scheiße, Mann. Oh nein, bitte nicht, Mann. Ich wusste es, Alter. Ey, ich wusste es. Ja, die kommen nicht mehr. Guck mal, die kommen echt nicht mehr so krass. Guck mal, der Torwart hat ihn gehalten. Zwei, alter Schuss, Digga.
Ey, ist es so krass, zweiter Schuss. Okay, nächster Gegner, Premier League. Komm on, jetzt machen wir ernst, Chat. Keine Finesse-Shots mehr. So, ich spiele jetzt so, Chat. Die Torhüter in der Box sind kompletten Müll. Seht ihr, was die machen, die Torhüter? Wenn du in der Box schießt, die lassen dich nur noch auf den Boden fallen. Naja, die halten gar nichts mehr. Den hat er noch gehalten. Den nicht mehr. Guck mal, habt ihr gesehen? Die lassen sich, wenn du auch im, wie es als Fünferraum, in den Fünferraum abziehst, die lassen sich immer nur fallen, Digga. Die springen gar nicht mehr in den Fünferraum. Benzema, da bin ich jetzt vorsichtig. Junge, das hasse ich. Deswegen, da müssen Finesse funktionieren. Da kann sich einfach einbunkern, der Typ, Digga. Guck mal, wie der spielt, der Typ. Einfach 10 Millionen Leute hinten und geht gar nicht mal drauf. Finesse müssen gehen. Ich muss gleich mal testen, aus welchen Spots. Guck mal, dann macht er einfach einen Konter. Deswegen muss Finesse gehen, Chat. Der bunkert sich einfach hinten ein. Junge. Junge! Oh mein Gott! Ja, die halten gar nichts mehr in der Box, Junge. Komm, mach ihn jetzt, Özgar, jawoll. Ja, gehen nicht mehr rein, die gehen nicht mehr, Chat. Seht ihr, die habe ich vorher immer reingemacht. Die gehen nicht mehr rein, die Longshots. Jetzt freuen sich wieder Leute, die sich also voll beschwert haben, die nur gebunkert haben. Jetzt freuen die sich wieder. Die gehen noch rein, die gehen immer noch. Rashford, was? Ja, okay, außer den hier eigentlich gutes Team. Werner hat er noch vorne. Uff, nice. Mbappé, das war ein schönes Tor. Stark, De Bruyne. Oh, Mbappé, man. Solskjaer. Solskjaer? Ja, oh. Okay, den hätte er noch vor dem Patch gehalten, diesen Schuss. Komm, bam, Goal. Ja, in der Box, Jungs, ist Torwart tot, Digga. Ist nicht mal schlecht, das Team. Abwehr vielleicht. Obwohl, Abwehr ist auch nicht schlecht, Digga. Lucky, really lucky. Wie nimmt er den Ball mit? Keine Ahnung, aber ich habe wieder Glück. Ganz oben. Oder hier unten. Okay. Not bad, Solskjaer. Ist das dein Quid direkt? Okay, krass, Digga. Was? Okay. Vielleicht erstes Spiel. Schauen wir mal. Saha. Red Army heißt der. Team ist... Ja, ist okay, man. Komm, Solskjaer, Junge. Du Maggis. Du kleiner Maggis, Solskjaer. Hättest du einmal zeigen können. Gut machen können. Einmal zu gut machen können. Oh, komm, drauf. Oh, was ein Pass. Was ein korrigierter Pass. Crazy, man. GG, man. Komm. Lucky, man. So lucky. Komm, Mbappé. Komm, Mbappé. Oh mein Gott, Digga. Mbappé. Mann, Alter. Komm, Solskjaer. Solskjaer. Ja, so ein AIDS-Tor dann. Oh mein Gott, Digga. Einfach zwei AIDS-Tore gemacht gegen den. Digga, da wollte ich gar nicht hin. What the fuck? Zentral, habt ihr gesagt? Doch, die gehen noch, Chat. Die gehen durch noch, Chat. Muss zentraler gehen jetzt, ja. Die gehen noch. Habt ihr gesehen? Alter, okay. Die Spots haben sich nur leicht verändert. Die ganz gestörten gehen nicht mehr. Aber ihr seht, man kann noch die finessen. Ja, guck mal, GG, man. Gönn dir noch den Sieg. Hoffentlich reicht, das ist genau der Punkt. Boom. Und dann raus. Und dann habe ich, ja, habe ich trotzdem meine 5 Siege und meine Rewards. Und bin für die Weekend qualifiziert. Ist auch gut. Look. Bam. Playoffs abgeschlossen. Kriegen dann hier nochmal 2 Premium- und ein Goldspieler-Pack. Ich öffne die jetzt einfach. Scheiß drauf. Okay, Chat. Letztes Pack. Dann machen wir noch eine kleine Teambewertung und dann gehen wir Truff rein. Come on. Vielleicht noch ein Walkout, EA. Come on. Ja, na, komm, irgendwas.
Nix gezogen. Schade. Oh, okay. Ja, ist nicht mehr so viel wert, aber 20k, Digga. Okay, dann machen wir noch kurz eine Teambewertung. Könnt ihr schon fast denken. Das Ding ist, es ist immer schwierig, so das Team zu bewerten, wenn das Gameplay nicht mitspielt, weißt du? Das Ding ist, wir hatten das auch letzte Woche gehabt mit Messi, mit den ganzen anderen Spielern. Ich fand die in den Qualifier komplett Müll, aber Messi ist nicht so schlecht wie den Qualifier. So würde ich nur immer Qualifier-Gameplay spielen, würde ich sagen, Messi ist komplett Müll. Wieso soll man den für 900k kaufen? Das ist so schwierig jetzt zu beurteilen. Weißt du, Mbappé war zum Beispiel, ihr seht das, 7 Spiele, 5 Tore, 1 Vorlage. Er war nicht schlecht, er war gut. Ich muss auch sagen, ich habe nicht gut gespielt. Meine Taktiken waren jetzt nicht perfekt gemacht. Viele Konter reingelaufen, habe vielleicht nicht seine Stärken ausgenutzt mit dem Pace und so. Erster Eindruck jetzt bei dem nicht so guten Gameplay, muss ich sagen, ja, er ist gut, aber 1,6 Millionen ist so teuer, Mann. Da kriege ich einen Messi und noch keine Ahnung wen. Da würde ich lieber nochmal den Messi zurückholen und ja, einen anderen für 600-700k reinstellen. Also bis jetzt noch nicht 100% überzeugt. Ja, aber jetzt kommt das Aber. Ist es halt heute auch wieder, ja, nicht so ein gutes Gameplay. Weil Messi hat letzte Woche auch nicht überzeugt und ich fand ihn eigentlich gar nicht so schlecht. Müssen wir halt gucken in der Weekend League, dass wir vielleicht eine neue Taktik hinbekommen. Ich muss halt eine Taktik für Rivals und eine Taktik für Weekend League dann machen. Rafinha, unsichtbar. Ich kann nicht so viel zu ihm sagen, bin ich ehrlich. Und ich verkaufe auch, gebe ich euch auch einen Tipp. Wahrscheinlich wird er morgen, ich bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich wird er bis morgen ein bisschen runtergehen durch die ganzen Promo-Events und Promo-Packs. Weil werden ja viele Packs dann morgen wahrscheinlich wieder geöffnet von den ganzen Pay-to-Winner. Ja, keine Ahnung, war unsichtbar. Hat mich jetzt nicht 100% überzeugt. Und Solskjaer, auch wenn er hier steht, 4 Tore, 4 Vorlagen, hat Doppelsturm mit Mbappé gespielt. Ja, er kann schießen, er kann halbwegs köpfen. Ist nicht komplett Müll, aber ich würde ihn so ein Level höher als Kale einschätzen. Auf jeden Fall nicht die Münzen wert. Ja, dieses Set hätte ich wahrscheinlich auch mit einem Richarlison geschafft, der 1000 Münzen kostet oder nicht mal. Also für die Münzen 100% nicht worth it. Ist aber nicht komplett, ja, nicht spielbar. Aber ja, halt schwierig, halt nicht der schnellste, nicht der beweglichste. Aber wir haben auch wieder bei komischen Gameplay gespielt. Ist immer sehr, sehr schwierig dann einzuschätzen. Mondi muss ich auch nochmal gucken. Momentan gefällt mir gar nicht der Mondi. Größte Schwachstelle hinten. Ja, die drei sind solide. Aber der Mondi spielt mal gut, mal schlecht, muss ich auch mal gucken. Also schwierig hier eine Bewertung zu machen.